Professor Drebenstedt, wir wollen über Weltraumbergbau sprechen, sind hier aber am Baggersimulator. Wie hängt das zusammen? Ja, wir befinden uns hier tatsächlich im digitalen Bergbaulabor. Okay. Und was wir hier machen, ist der Test von Maschinen, von Prototypen, die wir selbst entwickeln und dann in einer virtuellen Umgebung, die wir auch selbst bauen, testen. Und diese Umgebung kann also nicht nur auf der Erde sein, die kann auch über einen anderen Himmelskörper sein. Und da haben wir zum Beispiel eine andere Anziehungskraft, also die Gravitation, wir haben einen anderen Luftdruck, wir haben andere Bodeneigenschaften und das können wir alles simulieren und dann mal schauen, ob denn unsere Bagger funktionieren oder was wir ändern müssen. Und bei der zukünftigen Arbeit ist natürlich auch eine besondere Ausstattung notwendig. Das heißt, ich muss mir jetzt vorstellen, dass Sie den Bergkittel weglassen und dafür im Raumanzug dann bald auf die Arbeit gehen. Ja, also der Raumanzug, der ist schon reizvoll und so ich die Voraussetzungen erfülle, würde ich also gerne zu einer der nächsten Missionen, die ja schon angekündigt sind, mit auf den Mond reisen. Aber den Bergkittel behalte ich drunter. Sehr gut. Aber warum ist es notwendig, Rohstoffe auf dem Mond abzubauen? Naja, wir überlegen ja, wie wir Probleme auf der Erde lösen wollen. Der Mond wird ja auch manchmal bezeichnet als der achte Kontinent, weil er wohl einmal ein Teil der Erde war. Und mit der Erkundung dieses Himmelskörpers können wir wertvolle Erkenntnisse für die Entstehung unserer Erde und des Sonnensystems erschließen. Und dafür muss man auf dem Mond nicht nur mal eine kleine Probe nehmen und eine Tüte Staub aufsammeln, sondern da muss man richtig mal eine Fläche explorieren. Und das heißt, es müssen Menschen längere Zeit auf dem Mond sein und dann brauchen die alles das, was wir hier zu Hause auch haben. Die müssen irgendwo wohnen, die brauchen Mobilität, die brauchen Kommunikation, die brauchen Nahrung und vieles andere. Wir müssen also die Planetenoberfläche erkunden, wir müssen die Mineralstoffe abbauen, wir müssen sie aufbereiten, wir müssen sie verarbeiten, wir müssen dann konstruieren vor Ort Maschinen, Gebäude, wir müssen Sauerstoff besorgen, Wasserstoff besorgen, Wasser besorgen. Und das ist das, was uns begeistert, was uns herausfordert, zu sagen, wenn wir das knacken, wenn wir das können, dann können wir auf der Erde noch viel mehr. Wahnsinn. Weltraumbergbau, ist das wirklich eine Notwendigkeit oder ist das eher ein Luxus, den wir uns erlauben, weil so richtig mit Nachhaltigkeit hat das, glaube ich, nichts zu tun bei dem ganzen Einsatz von Kerosin und Weltraumschrott, der entsteht und so weiter. Ja, das ist eine sehr spannende Frage und wir haben heute schon immensen Nutzen. Jeder von uns nutzt täglich die Ergebnisse der Weltraumforschung. Ob das ein Herzschrittmacher ist oder ob das Satellitenkommunikation ist, ob das Navigationssysteme sind. Alles, was wir heute im täglichen Leben nutzen, viele Menschen, kommt aus dem Weltraum, ist Weltraumtechnologie. Und ja, es ist natürlich dann so, dass jede Menge Satelliten inzwischen im Weltraum sind und die haben so eine Lebenserwartung von vielleicht 20 Jahren. Mhm. Und da haben wir aber auch eine Idee. Wir wollen nämlich nicht, dass diese Satelliten einfach weggeschossen werden oder in die Umlaufbahn gebracht werden zum Verglühen, sondern wir wollen die auf dem Mond landen und dort recyceln. Mhm. Und damit lösen wir auch dieses Problem des Weltraumschrotts. Was würden Sie Studieninteressierten sagen wollen, die Rohstoffabbau in fernen Welten studieren wollen, wie auch immer Sie das dann den Studiengang bezeichnen? Ja, das Thema Weltraumforschung wird also immer realer, alleine vor dem Hintergrund, dass wir enorme Herausforderungen auf unserem Planeten haben und die Übertragung von Technologien auf andere Himmelskörper und die Rückübertragung, also von der Erde zum Mond und zurück, kann also beide Seiten befeuern und künftige Studenten werden sich bei diesem extrem anziehenden Markt, wo 50 Milliarden Euro jedes Jahr investiert werden, privat in die Raumfahrt, werden sich künftige Studenten intensiv mit dem Thema Raumfahrt beschäftigen können und damit auch vielleicht ihre Berufsperspektive realisieren. Also vielen Dank für die Einblicke. Ich finde das alles sehr, sehr spannend und es klingt auch jetzt nach unserem Gespräch gar nicht mehr so sehr nach ferner Zukunft, sondern das werde ich wohl alles noch erleben. Also da freue ich mich schon drauf. Vielleicht treffen wir uns ja dann mal auf dem Mond. Ja, ich lade Sie dann gerne mal ein und dann machen wir mal einen Spaziergang und dann zeige ich Ihnen mal, was wir da so gebaut haben. Und wir haben da ein ganz tolles Team zusammen. Im Prinzip haben wir alle
weltraumforschenden Universitäten in Deutschland zusammengeholt, um dieses Projekt anzugehen. Wir wollen damit auch die Wissenschaft in Deutschland vorantreiben. Mhm. Sollte so ein Projekt möglich sein, dann wäre es eines der größten überhaupt in Europa, wo Mittel für eine ganz konzentrierte Forschungsaktivität im Weltraum verausgabt werden. Und dass wir als Universität dabei sind, mit all unseren Fachdisziplinen, von der Mathematik, Informatik bis zur Wirtschaftslehre, über die Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften. Ich denke, das ist ein Riesenkonzept, nicht nur für uns, auch andere Universitäten, denke ich, werden das aufgreifen, weil eben die Raumfahrt kein Luxus mehr ist, weil sie keine irgendwie nur eine Sache ist für Reiche oder etwas, was unbezahlbar ist, sondern es wird durch diese Kommerzialisierung der letzten Jahre immer realistischer und immer einfacher, diese Technologien wirklich auf andere Himmelskörper zu bringen von der Erde aus und wieder zurück. Dann viel Erfolg dafür und Glück auf. Glück auf.